Ja, heute aus unserer Rubrik 5 Fragen an unser Mittelfeldmotor Stefan Fürstner. Für dich ein ganz besonderes Spiel, nehme ich an, gegen deinen Ex-Verein Bayern München. Bereitet man sich auf so ein Spiel gegen den Ex-Verein nochmal ganz anders vor als vor jedem anderen Bundesligaspiel? Ja, ich denke, das ist also für alle, für mich und für die ganze Mannschaft ein sehr, sehr besonderes Spiel, gegen ja, einer der besten Mannschaften der Welt spielen zu dürfen. Und für mich persönlich natürlich habe ich dort eine schöne Vergangenheit, die ich auch nicht missen möchte. Und von daher freue ich mich einfach riesig drauf. Wie groß ist die Freude, wie groß ist die Anspannung, jetzt nach eurer Winterpause endlich wieder sozusagen um Punkte kicken zu dürfen? Ja, wir sind jetzt auch froh, dass es wieder losgeht. So eine Vorbereitungsphase ist nicht immer der Zuckerschlecken. Und von daher freuen wir uns, dass es losgeht, auch mit so einem Kracher gleich. Wir wissen gleich wieder, wo wir stehen. Und wir müssen gegen jede Mannschaft spielen. Von daher ist es egal, wer am Anfang oder am Ende kommt. Ist es so ein Spiel, wo man sagt, man hat eigentlich nichts zu verlieren? Das heißt, man kann ganz locker in dieses Spiel reingehen. Oder ist es eben gerade, man will den Kritikern zeigen, das Kleeblatt lebt noch und man will wirklich mit, ja, vielleicht auch Gewalt, wirklich mit Kraft und Kampf in München schon mal ein Ausrufezeichen setzen für die Rückrunde? Ja, wir kennen die Tabellenkonstellation, wir brauchen Punkte und da können wir keine Rücksicht auf Bayern nehmen. Nein, Spaß, wir wollen dort auch Punkte mitnehmen, wir wollen dort auch frech aufspielen, wie wir es auch in Dortmund teilweise gemacht haben und erhoffen uns natürlich dann auch vielleicht ein paar Punkte. Jetzt sind es noch ziemlich genau 2 Tage. Bis zum Anpfiff in der Allianz Arena. Was wird jetzt noch in den kommenden 2 Tagen passieren? Wie bereitet sich die Mannschaft, wie bereitest vielleicht auch du dich ganz speziell auf das Spiel in der Allianz Arena vor? Ja, in erster Linie müssen wir natürlich dem Wetter geschuldet wahrscheinlich wieder in der Halle trainieren, was natürlich das alles nicht einfacher macht. Aber wir müssen die Situation so annehmen, wie sie ist. Wir hoffen vielleicht, dass noch ein paar Verletzte zurückkommen. Aber sonst macht man nicht viel anderes wie vor jedem anderen Ligaspiel auch. Man ist hochkonzentriert die ganze Woche schon über, das hat man auch gemerkt. Und dann fahren wir mit breiter Brust runter nach München. Du hast das Wetter angesprochen. Es ist jetzt natürlich nicht unbedingt das große Fußballerwetter. Kalt ist es, geschneit hat es teilweise. Hofft man, dass vielleicht diese äußeren Begebenheiten euch ein bisschen in die Karten spielen, dass sich der ein oder andere von den Bayern nicht ganz so wohl fühlt bei dem Wetter, vielleicht nicht volle Leistung abruft? Also in München liegt bekanntlich auch immer mehr Schnee. Von daher denke ich, wird das kein ausschlaggebender Punkt sein, ob Sieg oder Niederlage. Vielleicht ist es kalt und ungemütlich, damit müssen wir dann auch zurechtkommen. Aber ich denke nicht, dass es eine Rolle spielen wird, ob wir jetzt Punkte mitnehmen oder nicht. Und von daher müssen beide Mannschaften das so annehmen, wie es ist. Ja, Stefan Fürstner, vielen Dank, dass du dir die Zeit kurz genommen hast. Wir drücken euch natürlich die Daumen. Das war es aus unserer Rubrik 5 Fragen an, diesmal mit Stefan Fürstner.